wir gucken und jetzt, das haben wir alles gesehen. Da waren wir schon überall. Bedeutet, wir gehen jetzt hier in diesen Bereich des Museums. Handfeuerwaffe und so weiter, Uniform kommt auch noch. Und hier Willys Jeep. Auch in der irren Stückzahl gebaut. Hitlerjugend Straßburg. Hammer. Hammerhart. Kann man heute schon fast nicht mehr bezahlen, diese Dinger. So, ein Riesenpropeller von einer B-17 Bomber. Über uns ist eine Bombe. 250 Kilo würde ich schätzen. Die ist flügelstabilisiert. Und hier ist es ungefähr gefühlte 100 Grad warm. Puh. So, wir gucken mal, sind wir hier alleine? Noch nicht. Dann schauen wir uns erstmal hier um. Das könnte allerdings auch. Entweder ist es eine Sprengbombe oder ist es ein Tank. Flammen steht da drauf. Ja, Flammen. Es könnte natürlich. Ich glaube, es ist ein Tank. Oben hat man auch den Stutzen. Puh, das war mir auch. Und hier haben wir ein Flugzeug. Deutsches übrigens. Hinten haben wir das Hakenkreuz drauf. Flakscheinwerfer. Deutscher Soldat mit Uniform. Aber es ist ein ganz frühes Modell. Später waren die ja deutlich moderner. Frontleitstelle Paris. Tankstelle. Zapfanlage. Und schaut euch mal. Jeder, der sich für Uniformen und persönliche Ausrüstungsgegenstände interessiert, egal welche Nation, der wird hier fündig. Mini, das ist ja krass. So ein Mini-Mortar, ein größerer. Und hier ohne Ende Munition, Leute, also Granaten. Ja, den hat man schnell auf dem Schlachtfeld gesehen. Früher hatten die ja, also ganz früher Napoleon und so weiter, hatten die ja ganz unterschiedliche quietschende Farben auf dem Schlachtfeld. Das war, damit man die jeweiligen Bataillone oder die Kampfgruppen, nenne ich es jetzt einfach mal, obergeordnet, besser unterscheiden konnte. Und später, man hatte ja mit Musketen damals häufig Hinterladern gearbeitet, das frühe Schwarzpulver hatte sehr, sehr viel Pulverdampf oder Pulverrauch erzeugt, sodass man gesagt hatte, das ist der Nebel des Krieges. Und hätte man jetzt zum Beispiel so eine Uniform gehabt, dann hätte der Kommandant, zum Beispiel Napoleon, seine Truppen nicht mehr koordinieren können. Und deswegen hatten die frühen, und das ist natürlich jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das ist natürlich ein ganz anderes Land, sehr bunte Uniformen. So, hier, damit man die auch auf den Boden legen konnte wahrscheinlich. Oder für die Kühlung, I don't know. Winteruniform. Also, ich bin jetzt nicht so der Freund oder der Fan von irgendwelchen Uniformen. Deswegen kann ich euch hier en detail nichts zu sagen. Aber ich möchte euch wenigstens einmal, wenn auch im relativ schnellen Schritt, die Uniformen, die Ausstellung hier zeigen. Und auch hier alles, was dazugehört, inklusive hier kleine TNT-Tütchen. So sieht übrigens eine Granate von innen aus, voller hochexplosiver Sprengstoff. Boah, das ist ein brutales Ding. 75 mm. Und so sieht der Verschluss von hinten aus. Mündungsbremse. Ja. Ja. Hat nicht viel gekostet damals, so Klamotten, US Army, Uniform. Und hier die Ausgehuniform. Auch Kinder natürlich, waren bei vielen Nationen dabei. Viele, insbesondere bei den Amerikanern, haben sich auch 16-Jährige freiwillig gemeldet. Die haben dann mit ihrem Alter gelogen. Und hätte man wirklich wissen wollen, wie alt die sind, dann hätte man das auch verneinen und herausfinden können. So, hier nochmal der Überblick. Wir müssen gucken, dass wir das Kind nicht draufkriegen.
So, verschiedenste Räder, verschiedenste Granaten. Ganz viele verschiedene Läufe in einem Tragebehälter. Wagenheber. Krankenschwester vielleicht. Einzelpatronen, die später dann in ein Magazin umgelagert werden. Das zum Beispiel, das muss da rein. Das hier wurde abgeworfen und da waren dann die Munition oder was auch immer drin. So, Minimotorrad. Es gab sogar diese Motorräder, die passten hier in so eine Transportbox und die wurden dann gemeinsam mit den Rangern, mit den Luftlandeeinheiten wurden die dann rausgeworfen und dann konnten die sich relativ schnell und mobil mit diesen Dingern bewegen. Mörser, eine schwere Kanone, ein Flug, also vom Flugzeug ein Rad und hier haben wir Luftwaffe. Das wird wahrscheinlich hier Commander von der Hindenburg. Das ist ja dieses Luftschiff gewesen, das in Amerika, in Lakehurst, England abgestürzt ist und verbrannt ist. Ein paar Leute haben sogar überlebt. Fragt man sich bis heute, wie das geht. So, sofort bei nächster Polizeidienststelle oder Fliegerhorst Lage melden. Belohnung, Reichsmark 10 Reichsmark. So, Signalpistole. Zwillings-MG. Fliegerbombe. Das ist ja krass, das Ding. Der sieht komisch aus. Und auch hier Maschinen. Granatmaschinenwerfer, so rum. Granatmaschinenwerfer. Adolf Hitler mit den Hakenkreuzen. Hier spricht die NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Volksgenossen, braucht ihr Rat und Hilfe, so meldet euch an die NSDAP. So hochrangige, das wird wahrscheinlich Himmler sein sollen. Keine Ahnung, wer das sein könnte. Paulus vielleicht? Paulus hat ja Glatze, aber das könnte Himmler sein. Übrigens, Hugo Boss hat die SS-Uniform gemacht. So, krass. Ob das Original ist alles? Ich weiß es nicht, aber es könnte, ne? Überleg mal, was hier an Wert stehen. Das ist unvorstellbar. Hier, fahren, ausweichen, überholen. Verkehrserziehungsdienst habe ich auch noch nicht gesehen. Selbst der Verkehrserziehungsdienst war in der Hand der nationalen Herrschaft. Unglaublich. Unglaublich, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe das noch nie gesehen. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ruprechter Straße. Stahlhelm, früherer Stahlhelm mit Reichsadler und Hakenkreuz. Krattmelder. Und hier Hitlerjugend. Leute, stellt euch mal vor, ihr habt Kinder und es gibt Eltern, die lieben ihre Kinder über alles. Es gibt auch Eltern, die tun das nicht. Und ihr seid im Krieg und das letzte Aufgebot, was man den Russen noch entgegenstellen kann, ist das eigene Kind. Ideologisch so indoktriniert, dass da viele auch Bock drauf hatten, weißt du? Und dann kamen die Russen, dann kamen die Amerikaner und haben dann solche Pimpfe an der Front entdeckt. Und glaubt mir, das war teilweise schon so verroht, dass sie das war denen egal. Genauso wie es den Russen oder den Deutschen zum irgendeinem Zeitpunkt auch egal war. Da tun die sich alle nichts. Wenn Krieg so verroht, ich kenne eine Geschichte, da haben die Neugeborenes, quasi gerade neugeboren, haben sie am Fuß gepackt und mit dem Kopf gegen eine Heizung gehauen, damit das ruhig war. Solche Sachen sind da passiert und werden auch wieder passieren, sollte es zu einem Krieg kommen. Ja, und das muss man sich immer bewusst machen. Und vielleicht fühlt man sich stark, ja, wir sind doch Deutschland, wir haben doch die NATO. Aber das heißt ja nicht, dass ihr überlebt, ne? Wenn ihr da in den Krieg zieht. So, V2, spannendes Thema, werden wir uns auch noch angucken. Blockhaus Eppalek zum Beispiel gibt es noch einen riesigen Bunker, der V2
sprich die erste ballistische Rakete, dann auch gestartet hat. Und nach Usedom werde ich nächste Woche fahren. Da werde ich ein bisschen entspannen und nehme sogar meine Mutter mit. Und da wurde ja die V1 und V2 erprobt und das erste Mal auch in das Weltall geschickt. Und da steht tatsächlich noch heute ein Gedenkstein. Und es ist noch sehr, sehr viel im Wald zu entdecken. Und das Museum werden wir uns auch angucken. Das wird auch ein sehr spannendes Video. Also das wird auch ein Highlight auf meinem Kanal, weil wir natürlich hier die ersten hochtechnologisierten Wunderwaffen haben. Auch wenn es eigentlich ein ganz einfaches Ding ist. Es ist einfach nur ein Sprengkörper mit einem Gyrokompass, ein Propeller vorne dran, damit man die Entfernung nachmessen konnte. Pulsstrahltriebwerk, auch mega einfach eigentlich. Katapultstart. Und dann hat man anhand der Ausrichtung gesagt, zum Beispiel Richtung London. Und wenn es dann über London ist, dann soll es unkontrolliert abstürzen oder kontrolliert abstürzen, so rum. Und hat dann mit einer Tonne Sprengkraft quasi Häuser zerstört. Also ihr seht, nicht nur die Alliierten wussten, wie man die Zivilbevölkerung terrorisiert, nein, auch die Deutschen wussten, wie man das tut. Und so ein Pulsstrahltriebwerk müsst ihr euch mal bei YouTube anhören, das macht ein Geräusch. Das wirkt auch psychologisch. Ähnlich wie so eine Stalinorgel oder Nebelwerfer, die sich hat. Und hier sehen wir das. So ein Motorrad in so einem Transportbehälter zum Abwurf. War ein Fallschirm dran. Und dann konnten die Soldaten dann größere Entfernungen übernehmen. Also ich glaube, ich habe heute so viele Wörter geredet wie andere Männer in ihrem ganzen Leben. Ich habe keine Ahnung. So, hier oben haben wir jetzt alles gesehen. Nein, 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 haben wir nicht. Hier vorne gibt es ein Panorama und wir haben die Möglichkeit hier ein MG 34 oder 43, ich vergesse das immer wieder, einmal zu bedienen. Das ist ja krass. Leute, mal gucken, ob wir das hier gut aufgestellt bekommen. Wir haben ja extra hier so ein Stativ. So, so sieht das aus. Und dann hatte man hier, mal gucken, ob wir den Verschluss sogar öffnen können. Ne, das ist alles nicht zu bedienen. Ne, leider können wir das nicht benutzen. Allerdings weiß ich auch gar nicht, wie man es benutzt. Von daher wäre das jetzt auch ein bisschen übertrieben. Also MG 34 oder MG 43, I don't know gerade. Mit der Herstellungsnummer 10435. 104.000 Stück wurden davon gebaut und einer schönen mit einem schönen Stempel drauf. Genau, dann hat man das hier angelegt und dann hat man über Kimme und Korn in dem Falle hier zielen können und dann hat man nicht Dauerfeuer getätigt, weil das würde den Lauf überhitzen, sondern man hat gezielte Schüsse entweder vergeben, dann war die ziemlich zielgenau, oder man hat Feuerstöße so geschossen, damit der Laufweg nicht überhitzt. Man sieht auch hier diese Kühlrippen und die waren so gebaut, dass man den Lauf relativ schnell auch auswechseln konnte. Und der hat dann natürlich geglüht. Ja, also wo hat man mal die Möglichkeit, ein deutsches Maschinengewehr im Anschlag zu halten und das auch anzufassen, um zu gucken, wie sich das anfühlt. Also hier, also kommt mal vorbei, ich zeige euch das nochmal. So. Jetzt muss ich die GoPro ein bisschen ausrichten und ich mache mal ein bisschen Licht drauf. Dann seht ihr auch ein bisschen mehr. Also hier der Schaft, ich glaube Schaft ist das. Dann hier der Griff. Hier wird man wahrscheinlich nachladen oder ähnliches. I don't know, ich habe mich mit solchen Sachen nie beschäftigt. Da gibt es Leute, die werden mich jetzt wahrscheinlich sowieso wieder steinigen. Warum weiß er nicht, was ein MG34 ist? Das hat er schon sehr oft gesehen. Ja Leute, meine Hobbys sind nicht Waffen, sondern Bunker. Und dafür könnte ich euch wahrscheinlich vieles über Bunker erzählen, was ihr nicht wisst. Von daher, seht es mir einfach nach. Ne? Bin ich da nicht immer alles weiß? So, spannend. Also von daher auf jeden Fall mal anschauen. Absolute Empfehlung hier. Unbedingt mal machen. So, hier gibt es auch ein paar Informationen. Wer lesen möchte, kann sich auch informieren über... Keine Ahnung, was auch immer. Ich verstehe kein Französisch.
Allerdings habe ich gerade Bonjour, Monsieur, Madame gesagt. Und sie hatte gesagt, oh, ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat. Auf jeden Fall hat sie gedacht, ich wäre Franzose. Das muss ich also schon ganz gut angehört haben. Geil, habe ich gar nicht gesehen. Hier habe ich die Möglichkeit, tatsächlich in die Panzer reinzuschauen. Und wenn man sich mal die Munition anschaut hier, dann sind die deutlich größer als die, die da unten liegen. Das bedeutet, die, die da unten liegen, sind nicht die, die hier reinkommen. Und ich hatte mich auch gewundert, weil die viel zu klein waren. Und hier liegen, oder sehen wir jetzt die richtigen? Ich weiß nicht mehr, ob, also es ist vergleichbar mit dem Priest da vorne. Das ist doch mega geil, oder? Dass man mal die Möglichkeit hat, von oben reinzugucken, ist auch das erste Mal. Auch der ist offen. Maschinengewehr nach hinten gerichtet. Und da sieht man links und rechts neben dem Lauf die Dämpfer für den Rückstoß. Also hier haben wir immer noch ein zweites Maschinengewehr. Wie ihr vorstellen könnt, wollen natürlich alle Kinder oder Erwachsene mal mit diesem Maschinengewehr schießen. Beziehungsweise so tun, als ob sie schießen. Und hier auch noch mal, weil man wahrscheinlich so nie wieder dahin kommt. Und es fühlt sich auf jeden Fall anders an. Ja, also mörderisches Spielzeug. Mörderisches Spielzeug. Seile König, der ist aber zu. Ah, das ist wahrscheinlich für, keine Ahnung, für Leute, die hier ihre Tagungen oder ähnliches abhalten wollen. So, ich gehe mal schneller. So, wir waren jetzt gerade da oben. Da oben sind die Maschinengewehre. Das haben wir uns alle schon angeguckt. Ich wollte allerdings noch wissen, was das hier ist. Und wir haben hier ein, ich habe gesagt Long Tom, 122 mm M30. Okay. Ich dachte, das wäre der Long Tom. Aber überleg mal, wie riesig diese Kanone ist. Und das sind die Shells, die Granaten. So werden die transportiert. Und das ist ein Traktor, der das Ding gezogen hat. Das ist komplette Einheit hier. Und davon, die wurden im Verbund in der Regel genutzt, 6 Stück häufig. Und hatte ich euch ja schon erklärt. So Leute, also ich habe gerade einen Volunteer kennengelernt, der spricht Deutsch perfekt und er ist aber Franzose. Und er hat mich gerade darauf angesprochen, ob ich schon alles im Kasten habe und hat mich auf eine Sache hingewiesen, die ich tatsächlich A, noch nie gesehen habe. Und er hat mir gesagt, dieses Ding gibt es weltweit nur noch einmal und das gibt es hier. Und vielleicht kennt es derjenige, der vielleicht Battlefield gespielt hat, kennt er das aus dem Spiel, nämlich eine Pack, um Tieflieger abzuwehren. Und das ist das Modell hier. Ungelenkte kleine Raketen, schultergestützt. Und die waren gegen Tieflieger. Unvorstellbar. Hier hat man eine klassische Panzerbüchse. Das sind die Granaten dafür. Hat man hinten eingeschoben. Das kennen wir alle. Fliegerfaust. Auch hier Aufsatz für ein Gewehr. Eine Glasmine, Haftmine gegen Panzer. Und hier diese Springminen. Und riesige, ich würde schon sagen fast Bomben, aber das sind ja Raketen bzw. kleine Lafette, verschiedene Granaten, flügelstabilisierte Mörsergranaten, ich sehe alles. Sogar noch das Merkblatt von der Panzerfaust. Das Merkblatt von der Panzerfaust. Also hätte ich sowieso nicht gewusst, aber es hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt, hier hochzukommen, weil es ist einfach unvorstellbar. Und ich gucke mir jetzt mal an, was wir da noch unten sehen und bis gleich. So, also ist für die ganze Familie was. Hier hat man einen Fotokasten, der zielt genau auf den Jeep. Das bedeutet, man kann sich da hinsetzen, man kann sich sogar hier die Jacken nehmen, habe ich gerade gesehen, dass das welche gemacht haben. Ich mache das aber jetzt nicht. Hier hat man Diorama aufgebaut, Generator für den Flak, dann deutsches Flugzeug da oben. Wehrmachtsfass. Und hier die 2 cm Flugabwehrkanone und ein, ich denke, das wird ein Zapfhahn gewesen sein für Treibstoff und Frontleitstelle Paris. Krass, oder?
Leute, hier geht's einfach noch weiter. Ich weiß nicht, wie lange ich schon unterwegs bin, aber es wird auf jeden Fall mal wieder ein sehr, sehr langes Video. Zu Recht. Hier haben wir verschiedene interessante Fahrzeuge. Den Luffy. Scheint ein Transporter für Treibstoff gewesen sein. Der Lorraine. Die gucken wir uns gleich an auf dem Rückweg. Der Unique TU1. Halbkettenfahrzeug. Eine Draisine. Eine deutsche Draisine. Leute, wie geil. Ey, was der hier hat, das ist unglaublich. Das ist unglaublich, was der hier hat. Ich muss mal versuchen, den kennenzulernen. Das wäre natürlich richtig geil. Ja, auch zwei Maschinengewehre für die Flugabwehr. Und hier nochmal ein amphibisches US-Fahrzeug. So, verschiedene Zugmaschinen. Ein Weasel, Universal Carrier, der kann ziehen, aber auch Munition transportieren. Ganz leicht nur gepanzert. Hier ist der Goldzug. Kettenkrat, wisst ihr, was das mittlerweile wert ist? Ich möchte nicht wissen, wie viel Millionen wert er hier in diesem Museum drin hat. Und dann muss man sich überlegen, nur 8,50 Euro. Und da arbeiten ja Leute hier. Das bedeutet, der verdient damit kein Geld. Das Einzige, da ist ein richtiger Sammler, der richtig Bock darauf hat. Und uns solche Möglichkeiten da auch präsentiert. Also an dieser Stelle, an unbekannter Stelle, Dankeschön. So, genau. Ich glaube, so langsam sind wir dann doch Richtung Ende. Hier haben wir verschiedene Transportfahrzeuge, gepanzert oder weniger gepanzert. Auch wieder eine französische Halbkette. Sogar das ist unglaublich. Diese Detailverliebtheit, die er hier an den Tag legt. Weil er kriegt die ja nicht in diesem Zustand in der Regel. Das bedeutet, die müssen aufgearbeitet werden, die müssen restauriert werden, die müssen hier aufdrapiert werden. Das ganze Gebäude muss ja gebaut werden. Man kann sich nicht vorstellen, was für eine Liebe und vielleicht auch ein bisschen Versessenheit hier in dem Museum eingearbeitet wurde. Ich finde es auf jeden Fall cool. So, das ist der letzte Raum. Und hier finden wir sehr viele persönliche Ausstellungsgegenstände. Zigaretten zum Beispiel, aber auch Zeitungsannoncen oder selbst gemalte Bilder. Armbinden, Mausegerät, ein Seitengewehr. Und hier kann man Mausegerät, kann man selber morsen. Verschiedene persönliche Fotos, Modell von der V2, dann Kommunikationsmöglichkeiten, eine schallisolierte Pistole, ein Schlagring. Ich denke mal, damit konnte man Finger abschneiden oder so. Ich habe keine Ahnung. Verschiedene Granaten, auch die Gemmengranate, die keine Splitterwirkung hatte, sondern durch die Detonation getötet hat. Verschiedene Messer, Abhörgeräte, Kommunikation von den Partisanen und so weiter. Ohne Ende an Orden. Ja, Leute, es ist einfach zu viel, um es zu zeigen. Es ist einfach zu viel. Ihr müsst selber hier hinkommen, wenn euch das interessiert. Ist in der Nähe von Straßburg, MM Park nennt sich das. Ist kein Museum, ist das größte. Die größte Militärsammlung in privater Hand, hatte ich schon erwähnt. Und ihr solltet auf jeden Fall hier hinkommen. Es ist mega. Es ist richtig gut. Ja, was hat er denn jetzt wieder gefunden? Haha, guck mal. Und jetzt. Ist das der Hammer? Es ist der absolute, der stellt hier Waffen aus, die man bedienen und ausprobieren kann. Hier, schaut mal, alles zu bedienen, alles zum Testen, alles zum Ausprobieren. Gar kein Problem mit der Kollege hier. Hammer. Ja,
wo bin ich? Und warum sitze ich jetzt auf einmal auf dieser überschweren Maschinengewehr? Zeige ich euch mal. Da sind noch die alten Munitionskästen. Richten wir mal wieder gerade. Oh. So, drin sitzen ist ein bisschen einfacher. Also, wo komme ich her? Wo bin ich jetzt? So, da komme ich gerade her. Und hier bin ich gerade reingegangen. Hier finden wir auch hier wieder die Möglichkeit, dass man ein Foto von sich macht. Habe ich jetzt leider niemanden. Schaut mal, Leute. Auch wieder Dinge, die gibt es kein zweites Mal. Der Hut. Werkschutz. Das ist unvorstellbar, wie viele Millionen Euro der hier ausgegeben hat. Porzellan. Waffen-SS, Generalmajor der Waffen-SS. Schuma, Schutz, Polizei hier. Solchen Leuten darf man nicht in die Hände kommen, glaubt mir, Leute. Die machen kurzen Prozess. Die fragen auch nicht lange. Kommst du direkt ins Loch. Medizinische Ausrüstung haben sie auch. Und die Sachen wurden übrigens von Hugo Boss damals erstellt. Die Anzüge der Waffen-SS. Wissen die wenigsten von Hugo Boss. So, Festungsmaschinengewehr. Sogar noch Originaltür. Verschiedenste Ausrüstungsgegenstände. Hier Afrika-Korps in kurzer Hose. Riesiger, überschwerer Mörser. Steilfeuergeschütz. Verschiedene 8-8er. Und jetzt das Highlight, Leute. Ich zeige es euch erstmal von innen. Man hat hier ein Diorama nachgebaut. Und zwar gab es dieses Geschütz innerhalb eines Betonfundamentes mehrfach. Und man brauchte dann keinen Panzer, weil man wollte ja feststehende Orte verteidigen. Und deswegen hatten wir nur den Turm genommen, natürlich auch drehbar, und hat dann die Kanone auf so ein Betonkonstrukt gestellt. Und hat dann quasi Eingänge von Straßen oder Pässen hat man damit bewacht und verteidigt. So, und da ist er her. So sah das damals aus. Krass, oder? Ja, auch hier. Hier spricht die Deutsche Arbeiterfront, Deutsche Arbeitsfront, Handbuch. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Geht einfach immer weiter. Es geht einfach immer weiter. Es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Und ich glaube, der Typ hat noch mehr versteckt, glaubt mir. So ein Typ hat einfach noch mehr. Und hier, für jeder, der Handfeuerwaffen mag und Gewehre, ich mache es nur ganz kurz, kommt selber hier hin, wenn ihr es sehen wollt. Ganz viele unterschiedliche Waffen, die man sonst nie sieht. Strasbourg, Wald, Fischbein, Hitlerjugend, NSDAP-Kreis. Es ist unglaublich. Leute, dass das die Kriege, die Kriegszeiten noch überdauert hat, dass es solche Sachen noch gibt. Auch da hinten. Das ist ja alles original. Das ist alles original. Bunker nachgestellt. Verschiedene Magazine. Alles mit Liebe zum Detail. Das war deutsch. Und das ist russisch. Volksschule. Russische Uniformen, Waffen. Ausrüstungsstände, persönliche Gegenstände, Haftminen, Granaten, Gewehre, Maschinengewehre, überschwere Maschinengewehre, Tarnanzüge. Boah. Ich dachte, ich gehe jetzt zum Restaurant und das Thema wäre jetzt am Ende. Dann habe ich diesen Raum entdeckt. Da sind wir. Marine Befehlshaber Westfrankreich. Marine. Wichtige Nachschubstraße. Behandeln Sie daher mit derselben Liebe, wie du deine Soldaten brauchst. Gibst
Vielleicht könnt ihr euch denken, wenn es hier um Marine geht, was wir hier entdecken werden. Die haben einfach ein komplettes Schiff. Die haben hier einfach ein komplettes Schiff in diesem Gebäude. Leute, ich bin absolut fassungslos. Fassungslos und sprachlos. Das ist ein Schiff der deutschen Kriegsmarine. Schaut mal hier, überschwere Kanone, auch zur Flugabwehr geeignet. Deutsche Reichskriegsfahne. Der Adler mit dem Kreuz. Das Schiff, leider kann man das nicht betreten. Es liegt hier einfach im Wasser drin. Vorne nochmal ein MG34. Schaut euch das an. Der Typ fährt da wahrscheinlich sogar noch mit. Ich will den kennenlernen. Ich muss ihn kennenlernen. Ich glaube, wir werden beste Freunde. Also ich werde sein bester Freund. Ich weiß nicht, ob er mich mag, aber uns würde auf jeden Fall was verbinden. Hier Patronenkasten. Das ist alles mit Liebe zum Detail. Der hat ja auch alles einfach leer stehen lassen können, aber das, hier, Leute, das ist Liebe. Es ist einfach unvorstellbar. Es ist einfach unvorstellbar. Selbst daran hat er gedacht. Das ist nicht ganz originalgetreu, aber eine Seemine. Eine Seemine in privater Hand. Das ist so krass. Es ist so krass, Leute. Ersatzteile. Er hat sogar Ersatz-Schiffsschrauben. Es ist abnormal. Abnormal. Es ist einfach abnormal. Schaut mal. Okay, da ist nicht so sauber. Aber ihr könnt auf jeden Fall was sehen. Oder hier. Ihr könnt auf jeden Fall was sehen. Alter Schwede, hier kann man auch noch mal reingucken. Da ist der Motorraum. Wir können rein. Wir können rein. Wir können in das scheiß Schiff rein. Alleine, was das kostet hier. Nur das, nur das. Und der lässt mich einfach in sein Schiff. Der lässt jeden einfach in das Schiff rein. Zwei Motoren. Und du darfst hier alles benutzen und bewegen. Alter. Alter. Wir können sogar runtergehen. Wir können sogar runtergehen. Ich habe eine Lampe dabei. Dann gebe ich euch ein bisschen mehr Licht. So. Oh. Und immer watch your steps. Achtung, Achtung. Vollgas bitte. Vollgas. So. Also. Das ist ja wohl ultra krass. Das ist ja wohl ultra krass. Ich kann hier die Lampe ausmachen. Also, so, so. Alter, Sicherungen. Das ist so krass, Alter. Es ist einfach alles noch da. Es ist einfach alles noch da. Ey, das sind neue Batterien. Das bedeutet, das Ding kann noch fahren. Abgeklemmt. Damit die sich nicht leer ziehen. Alter Schwede. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Hier den Kojen.
Alter, da hatte man aber nicht viel Platz. Boah. Leute, wenn ihr jetzt noch nicht in die Kommentare reingeschrieben habt, dann schreibt bitte jetzt in die Kommentare und sagt mal, was ihr davon haltet. Dass er uns auch die Möglichkeit gibt, das alles so zu erkunden, das ist... Alter. Ich bin begeistert. Falk, wenn du das jetzt siehst, ich glaube, du hättest auch Bock auf das Ding, ne? Ich versuche den mal anzuschreiben, ob er vielleicht bereit ist, sich auch oder jemand anderes vor die Kamera zu stellen, dass wir hier eine Privatführung bekommen. Das wäre doch geil, oder? Und dann schön mit der Kameraperspektive. Aber wir müssen Zeit mitbringen. Wie ihr seht, dann würden wir das Video auch nicht nochmal komplett machen, sondern wir würden uns natürlich auf einige Ausschnitte dann auch konzentrieren. Weil ich habe euch ja hier in dem Video schon alles gezeigt. Ist das steil. Ist das steil. So. Ich nehme das mal mit dem Handy noch auf und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Mittlerweile habe ich schon das Bedürfnis, nach Hause zu fahren, weil ich schon so lange bin und ich muss eigentlich gleich noch den Hund holen. Und wir haben morgen schon wieder Tour. Von daher, es zieht mich so langsam nach Hause. Aber eine Sache muss ich euch unbedingt noch zeigen. Nein, nicht das Schiff, das kennt ihr schon. Auch nicht den Torpedo. Aber hier habt ihr nochmal einen wunderschönen Blick auf den Torpedo. Und jetzt geht es hier runter. Und die fleißigen Zuschauer von meinem Video wissen, wenn es irgendwo hingeht, nach unten, dann hat das meistens was mit Bunker zu tun. So, meine Freunde, also ist der Bunker frei? Können wir hoch? Wir würden nämlich gerne mal den Ausguck zeigen. Alles klar, wir kommen dann jetzt. So, wir haben Bescheid gegeben, müssen natürlich, wie das in Bunkern ist, ein bisschen den Kopf einziehen. Und hier ist er schon. Leute, da gehen wir jetzt hoch. Und immer watch your steps und watch your head. Weil hier kann man sich mal eben schnell die Birne stoßen. Das wollen wir natürlich nicht. Aber ist alles so gebaut, dass das eigentlich nicht passieren kann. Weil sollte, muss ja funktionieren. So, mal gucken, ob das Licht ausreicht. Ja, ne? Genau. Also, hier sind Markierungen drauf. Leider weiß ich nicht genau, wofür die Markierungen sind. Aber wir befinden uns jetzt in so einer Panzerglocke. Mal gucken, ob ich die Fokussierung drauf habe. Ja. Schaut euch das mal an. Da ist sogar ein Panzer. Und hört mal die Stimmen, das ist so laut. Und jetzt, wenn es da draußen Krieg gegeben hat, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie das hier drin gescheppert haben muss. Oh, ist heftig, oder? Ich versuche jetzt mal gesunden Fußes wieder runter zu gehen. Dieser Mensch hat an alles gedacht, es ist hier alles da, selbst ein Bunker. Leute, sogar ein Kino ist da. Die Zeit haben wir jetzt allerdings nicht, uns den Film anzugucken. Aber der hat sogar einen Film erstellt, das ist krank. So, ich gehe jetzt mal gucken im Restaurant, wie es da so aussieht. Ich habe jetzt allerdings sehr gut gefrühstückt, das bedeutet, essen werde ich nicht. Aber trotzdem möchte ich mich da mal umschauen. Weil wenn, dann gucken wir uns das natürlich komplett an. Leute, ich kann euch leider nicht alles zeigen, aber die haben hier Flugsimulatoren, man kann hier schießen, Luftgewehr schießen, man kann hier klettern, für Kinder, hey, wir können hier mit Waffen spielen und Waffen finden. Achtung, Min. Für Kinder so ein Spiel. Ja. Obwohl, ich glaube, das darf er nicht betreten, aber der hat das einfach hier hingelegt. Das ist, ja. Also ich kann euch leider nicht alles sagen, weil alles voller Menschen ist, aber ihr glaubt mir einfach, das ist krass. Also, ihr kennt mich. Ich bin schnell zu begeistern, ja, bin ich, total schnell. Aber das Museum, das hat mich auf jeden Fall einmal komplett aus der Fasson gebracht. Es ist etwas, was ich so noch nie erlebt habe. Selbst Sinsheim kann dagegen einstecken. Sorry, Sinsheim, aber ist leider so. Und das in privater Hand. Ultra viel Liebe zum Detail. Ich gehe jetzt Richtung Ausgang. Vielleicht habe ich ja noch mal die Möglichkeit, mit irgendjemandem hier zu sprechen. Dann würde ich mich noch mal melden. Ansonsten sehen wir uns von draußen wieder. Denn draußen sind ja noch einige Exponate, die wir zeigen können. Und ja.
Ja, bis später. Bis gleich. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ich bin geflasht. Ich habe mich gerade mit der Dame an der Kasse unterhalten. Auch ultra freundlich, spricht Englisch, ganz bisschen Deutsch. Und ist auch, ja, hat mir einen tollen Tag gewünscht. Also von daher, so sieht das Ding noch mal von außen aus. MM Park France. Und wir gucken jetzt im Außenbereich, da vorne stehen welche, da fahren wir gleich hin. Aber die hier gucken wir uns zu Fuß an. So, da drin war es doch ein bisschen warm. So auf Dauer. Ich könnte auch gut was trinken jetzt. Weil mein Mund ist auf jeden Fall schon ausgefranst. Und da haben wir einen Charmin. Wahrscheinlich sogar in Originalfarbe. Der steht hier einfach so rum. Könnte man jetzt draufklettern, aber das sparen wir uns. Charmin haben wir schon sehr häufig gesehen, deswegen spare ich uns den Charmin. Und wir gehen straight zu diesem Panzer. Garantiert ist da auch noch alles drin voll. Der hat garantiert noch mehr. So ein Sammler hört ja nicht auf. Wenn er was Tolles findet, holt er sich das ja. Ja, also das ist schon. Und das Ding, was da vorne steht, habe ich auch noch nie vorher gesehen. Noch nie vorher gesehen. Mal schauen, was wir dort haben. So, was haben wir denn da? Ich hoffe, das ist ausgeschrieben. Auf jeden Fall hat er auch ein paar Treffer bekommen. Das können wir schon mal sehen. Zwei Panzer sogar. Oh, den habe ich auch noch nie gesehen. Den kenne ich aus meinem Panzerspiel. Boah, Alter, was ist das? Leute, was ist das für ein Panzer? Oh, ein Riesenteil. Ist das die Maus? Mir fällt leider der Name nicht ein. M3 oder so. Der war für Steilfeuer. Und in Villa Bocage hat er über die Hecken geschossen. Deswegen war der ziemlich gut dafür. Aber der andere ist doch spannend, oder? Da müssen wir mal versuchen herauszufinden, was das für ein Panzer ist. Vielleicht schreibt es ihr mal in die Kommentare. Ach, und ich, Idiot, dachte, das Schiff kann raus. Witzig. Hier, das ist Ende im Gelände, Leute. Ja, sag, guck mal, seine Kamera zeigt dahin. Das bedeutet, das ist garantiert von ihm. Garantiert. Ah, und hier kommt man raus. Interessant. So, jetzt sind wir auch tatsächlich am Ende, meine Freunde. Die Wanne, die wir gerade gesehen haben, finden wir tatsächlich noch mal wieder. Ein riesen Teil, Leute. Auch durch das Rohr gibt es einen Treffer. Ich habe keine Ahnung, welcher Panzer das ist. Ob er als Hartziel eingesetzt wurde oder tatsächlich im Kampf zerstört wurde. Auf jeden Fall ein riesen Trümmer. Ich weiß nicht, ob man von hier aus auch irgendwie da hinkommt. Hier haben wir auch wieder eine riesige Kanone der Amerikaner. Mit einem Traktor. Gepanzerter Traktor. Ein Sherman ohne Turm, also ohne Kanone. Und noch ein Su 100 könnte es sein. Weiß ich aber nicht 100 wo. Und der hat noch viel mehr vor, der Kollege. Überlegbar. Es ist einfach so crazy crank. So, meine Freunde, ich hoffe, das Video, das sehr lange Video, hat euch ein wenig gefallen. Mittlerweile bin ich auch nicht mehr so müde wie heute am Anfang. Ich war jetzt 8 Stunden, warte mal, ich bin um 12 Uhr losgefahren, 13 Uhr hier, fast 6 Stunden. Ich war jetzt fast 6 Stunden hier. Also Freunde, wenn ihr meinen Einsatz feiert und wenn ihr solche Locations feiert, dann lasst mir gerne einen Kommentar und ein Abo da. Denke ich, habe ich auf jeden Fall verdient, dass ihr mindestens mal schreibt, wie ihr es gefunden habt. Und ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt raus. Bedanke mich für eure zahlreiche Teilnahme und Zuschriften
Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Random Life. Ciao, ciao.